Die 7-jährige Claire aus dem US-Bundesstaat Texas wünscht sich einen eigenen Hund, schon seitdem sie ein Kleinkind ist. Mutter Janie und Vater Craig erlauben ihrer Tochter jedoch keinen Hund, da beide eine Tierhaarallergie haben. Schließlich entdecken sie die Hunderasse Golden Doodle. Bei der Rasse handelt es sich um eine Kreuzung zwischen Golden Retriever und Pudel. Laut wissenschaftlichen Untersuchungen haben diese Hunde ein besonders niedriges Allergiepotenzial. Die Eltern beschließen also, Claire ihren Wunsch von einem eigenen Hund schon vor Weihnachten zu erfüllen. Die beiden holen den Hund heimlich vom Züchter ab. Mit Hilfe von Claires großem Bruder Ben packen sie den kleinen Hund in einen Karton und stellen ihn vor die Haustür. Als das kleine Mädchen den Karton öffnet und den Hund sieht, kann sie ihr Glück kaum fassen. "Ich habe direkt mit ihr angefangen zu weinen", berichtet Mutter Janie. Die Freude von Claire ist groß und der 2 Monate alte Welpe namens Nola Rose hat nun ein neues Zuhause.